Du hast das Gefühl, du bist nichts Besonderes, aber irgendwie steckt in dir auch dieses Gefühl von, ich glaube, da ist irgendwie noch mehr und ich glaube, da gibt es noch Dinge in mir, die ich gar nicht kenne, die ich noch gar nicht erforscht habe, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Und irgendwie glaube ich, dass ich mich irgendwie noch gar nicht so richtig kenne vielleicht. Oder dich lässt auch diese Frage nicht los, wofür bin ich eigentlich wirklich hier? Und wenn das so ist und du dich mit einem oder mehreren von diesen Punkten identifizieren kannst, dann ist diese Folge heute genau richtig für dich. Denn genau darum wird es gehen und ich teile mit dir heute auch drei ganz konkrete Tipps, wie du herausfindest, was dich besonders und einzigartig macht. Und auch, wie du rausfindest, wofür du hier bist. Und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist oder vielleicht ja auch zum ersten Mal im Rebel Self Podcast. Mein Name ist Belinda und ich freue mich unglaublich auf die heutige Folge mit dir, denn ich nehme dich heute vielleicht mit, ja, so mit auf die ja fast schon persönlichste Reise vielleicht auch von mir, weil einfach dieses Thema einen ganz, ganz wichtigen Teil meines Lebens und auch meines Weges ausmacht, weil auch das habe ich, glaube ich, schon öfters mal erzählt oder angedeutet, dass mich diese Frage, diese Suche auch nach, wer bin ich eigentlich, wofür bin ich hier, was ist eigentlich meine Aufgabe hier, etwas ist, was mich eigentlich schon ja, mein Leben lang begleitet tatsächlich und das auch schon etwas war tatsächlich als Kind, was mich sehr beschäftigt hat, dass ich irgendwie mich immer gefragt habe, so, warum sind wir Menschen hier, was hat denn jeder von uns hier für eine Aufgabe? Was hat das Leben überhaupt für einen Sinn? Ja, also ich habe mir da schon als Kind sehr tiefgründige Fragen gestellt und habe aber tatsächlich leider nicht so die zufriedenstellenden Antworten damals als Kind bekommen von den Erwachsenen um mich, die auch vielleicht einfach eine ganz andere Sicht ja, auf die Welt und das Leben haben. Und es ist ja auch in Ordnung. Aber ich hatte in mir einfach schon immer das Gefühl so, naja, also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie zufällig bin, dass das Leben alles nur so ein Zufallsprodukt ist, sondern schon, dass ich immer dachte so, okay, da muss es irgendwie mehr gehen. Und ich möchte mich gerne auf diese Suche machen, das herauszufinden. So, und dann kam aber auch dazu, dass ich sowohl als Kind, auch als Teenager, als junge Erwachsene, ich auch immer irgendwie das Gefühl hatte, so, naja, ich bin halt normal, ich bin nichts Besonderes. Ja, ich habe so meine Stärken und Schwächen und klar, habe vielleicht auch in ein paar Dingen irgendwie ein Talent oder so. Aber so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich bin einzigartig und ich bin so besonders, ja, das war irgendwie gar nicht so. Und ich glaube, so wachsen ja auch leider viele von uns auf, weil wir ja auch nirgendwo so richtig lernen in unserer Gesellschaft und auch in der normalen Schule, so wie ich sie besucht habe und vielleicht auch du, ja gar nicht darin ermutigt oder auch gefördert werde, das so wirklich herauszufinden und vor allem ja auch individuell an meinen Stärken und Fähigkeiten zu arbeiten, sondern es gibt ja so ein System für alle, ja, und dann egal, was du so mitbringst, darfst du das halt durchlaufen, ja, also da brauche ich jetzt auch gar nicht so ausholen, du weißt genau, was ich meine und auch so dieses Thema, die eigenen Stärken und Schwächen, das kriegt jeder von uns vielleicht noch irgendwie so ein bisschen hin, ja, aber da ist es ja auch schon für manche schwierig. Und witzigerweise kennen die meisten, und so ging es mir auch lange Zeit, das auch nur aus so Bewerbungsprozessen, ja, wo ja oft so eine Frage ist von einem Personaler, dass du dich beschreiben darfst, was denn deine Stärken und Schwächen sind. Das heißt, in dem Zuge habe ich mich damals halt öfters auch damit auseinandergesetzt, was ich denn dann da sage, aber
das hat ja für mich auch nicht unbedingt was mit dem wirklichen Erforschen meiner Persönlichkeit zu tun und schon gar nicht meiner Lebensaufgabe, bei den meisten Jobs würde ich jetzt mal behaupten. Aber dennoch war das für mich halt immer präsent, das mehr zu ergründen. Also ich hatte in mir immer diesen Ruf, das zu erforschen, und diese Suche hat mich irgendwie auch nie losgelassen. Ja, so dieses Gefühl, da muss doch irgendwie mehr sein. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich komplett schon damit identifizieren und sagst auch, ey, ich weiß genau, was du meinst und genau das fühle ich und ich spüre das auch in mir. Bei mir fällt es auch echt ein bisschen schwer, das so zu beschreiben und in Worte zu fassen, wie sich dieses Gefühl auch damals angefühlt hat, ja. Außer, dass ich irgendwie immer diesen Ruf hatte nach der Suche und auch diesem, ja, auch gerade als ich dann meinen Karriereweg gegangen bin, meine berufliche Laufbahn und so weiter, ich immer das Gefühl hatte, dafür bin ich doch nicht hier, da muss doch irgendwie mehr sein, ja. Aber ich wusste halt damals überhaupt nicht, was ist denn dieses Meer und was gibt es denn da noch und wie finde ich denn das raus, sondern es war einfach immer so ein Gefühl, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich damit mache. So. Und genauso war es aber eben auch, dass ich auch wusste, so naja, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Grund, warum ich lebe, der ist, dass ich irgendwie zu einer Arbeit gehe, die mir keinen Spaß macht, die mich krank macht, die mich stresst, wo ich ganz viele Jahrzehnte arbeite, um dann vielleicht irgendwann in Rente zu gehen, um dann vielleicht noch ein bisschen mein Leben zu genießen und dann zu sterben. Das war irgendwie für mich so, nee, also dafür bin ich hier irgendwie nicht angetreten. Da muss es auch noch mehr geben. Und ja, wenn du genau das denkst und das deine Weltanschauung ist und wie du das Leben siehst, dann bitte, ja, denk das, es ist völlig in Ordnung, aber dann ist diese Folge vielleicht auch nicht unbedingt die richtige für dich. Aber wenn du spürst, so ja, also ich glaube das auch und bin aber vielleicht auch noch nicht so weitergekommen. Oder vielleicht hast du ja auch genau wie ich bist deinen Weg schon gegangen und hast dich erforscht und rausgefunden, was für dich deine Aufgabe hier ist, was deine einzigartigen Fähigkeiten sind, was dich besonders macht, dann ja, mega geil, dann lass mich auch das unbedingt wissen und schreib mir das, weil auch das finde ich immer so spannend, wie auch Menschen dann auf diesen Weg kommen. Aber ich nehme dich nochmal mit, wie das bei mir war, weil ja, diese Suche und diese Frage und dieses Thema, das schlummerte immer in mir und es kam immer mal wieder auf und wurde präsenter und es wurde aber immer lauter, so mit Mitte 20 ungefähr, würde ich sagen, vor allem durch meine berufliche Unzufriedenheit und die ganzen Themen, ja, weil gerade da so am Anfang noch auch meiner beruflichen Karriere nach Studium und so weiter, war ich ja auch noch auf der Suche nach dem so, wo geht es für mich hin und habe mehrfach meinen Job gewechselt, bin immer wieder an ähnliche Themen und Herausforderungen gekommen, wo ich das Gefühl hatte, so nee, das ist es nicht. Ja, also ich war am Ende unzufrieden, ich war krank, ich war chronisch gestresst, ich habe mich überhaupt nicht in meinen Fähigkeiten gefördert, gefühlt und so weiter. Und genau das hat mich am Ende immer mehr auch dahin getrieben, mich mehr mit mir und meiner Persönlichkeit zu beschäftigen. So, und du kennst wahrscheinlich meinen Weg und hast auch meine Geschichte gehört. Wenn nicht, dann verlinke ich dir super gerne in der Beschreibung auch nochmal Podcast-Folgen, wo ich das auch nochmal ein bisschen ausführlicher erzähle. So zum einen zu meinem beruflichen Weg, ja, wie das überhaupt auch alles entstanden ist, dass ich heute eben Unternehmerin bin und selbstständig arbeite. Aber auch eben wie zum Beispiel auch eine Krankheit und meine Gesundheit ja mich ja eigentlich erst so richtig auf diesen ganzen Weg gebracht hat, mich mit mir und meinen Themen und so weiter auseinanderzusetzen. Aber um das so einfach dich in kurz abzuholen, falls du meine Geschichte noch nicht kennst, war es eben so, dass ich beruflich mega unzufrieden war,
ausgebrannt, gestresst, ich mich leer gefühlt habe, obwohl ich am Ende einen Job und eine Position und ein Gehalt und alles hatte, was ich mir immer gewünscht habe. Ein Team mit Verantwortung, genau in dem Bereich, wo, also ich hatte eigentlich alles, was ich dachte, was ich immer wollte, war damit auch sehr erfolgreich, aber innerlich habe ich mich einfach extrem leer gefühlt, nicht erfüllt, war sehr gestresst. Und mein Körper hat mir eben durch Symptome und durch eine Krankheit auch genau das gezeigt und mich dahin gebracht, mich mit mir zu beschäftigen und zu erkennen, wofür ich wirklich hier bin und was meine Fähigkeiten sind, meine Stärke, wo ich auch noch viel mehr meine Werte leben darf, meine Wahrheit sprechen darf. Und all das war eben nötig, um mich auf meinen Weg zu bringen, ja. Und so ging halt die Reise los, mich wirklich mehr und mehr selber zu erforschen und mich mit mir auseinanderzusetzen. Also wirklich herauszufinden, was ist mir wirklich wichtig, was sind meine Werte, was ist mein Warum, was ist auch meine Vision für mein Leben. Und das ging natürlich alles nicht von heute auf morgen, sondern war ein Prozess über Jahre, weil auch bis ich dann später gekündigt habe, ist ja einige Zeit vergangen, um überhaupt mich ja erstmal mit all diesen Dingen auch auseinanderzusetzen. So. Und das Spannende ist, dass ich auch jetzt rückblickend für mich erkannt habe, dass diese Suche nach diesem Herausfinden, wer ich wirklich bin, im Kern, in meiner Essenz, wenn ich mal alle Rollen, Erwartungen, Masken ablege, was wirklich pur Belinda ist und dieses wirklich Verstehen, warum habe ich dieses Leben hier, wofür bin ich hier, was ist hier auch meine Aufgabe, was sind vielleicht auch die Themen, die ich in diesem Leben lösen darf. Ja, das war ein Prozess, der aber auch dazu geführt hat, dass es gleichzeitig zu einer Blockade wurde. Oder was heißt Blockade? Zu einer Hürde vielleicht auch, einer Bremse, meinen eigenen Weg wirklich zu gehen und für mich loszugehen, weil ich halt sehr lange in diesem Glauben war, ich muss alles erst rausfinden und genau wissen, wer ich bin und verstehen, was hier meine Lebensaufgabe ist. Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich losgehen. Und das ist rückblickend, jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, etwas, wo ich sage, da habe ich mich schön selbst sabotiert, blockiert, ausgebremst, wie auch immer man es nennen möchte. Und das ist eben auch etwas, was ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du vielleicht selbst gerade auch auf dieser Reise bist, zu dir, mehr zu dir herauszufinden, ja, wer du wirklich bist, wofür du hier bist, wirklich achtsam damit zu sein und bewusst auch für dich zu prüfen, ob du dich nicht vielleicht auch gerade in dieser Suche verlierst, um nicht losgehen zu müssen für dich, um nicht aus deiner Komfortzone rausgehen zu müssen, um dich weiterhin selber zu sabotieren, da wirklich mal ganz, ganz ehrlich mit dir zu sein. So, und das andere Ding ist auch, was bei mir dazu geführt hat, warum das echt ein langer, zäher Prozess war, wobei ich auch dazu sagen möchte, dieser Prozess, uns immer mehr zu erkennen und uns mit unserer Essenz zu verbinden, das herauszufinden, unsere Lebensaufgabe auch zu verstehen. Ich glaube, das ist etwas, was nie abgeschlossen ist, sondern was immer weitergeht, wo es einfach immer mehr noch tiefer geht und genauer und konkreter, ja. Also es geht gar nicht darum, so jetzt weiß ich das alles, jetzt ich habe fertig und jetzt kann ich loslegen. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber trotzdem kann man sich halt genau in dieser Suche verlieren, weil man wird nie zu einem Ende kommen und zu so einem jetzt weiß ich alles und jetzt gehe ich los, sondern wirklich zu schauen, sich nicht davon von dieser Suche aufhalten zu lassen. Genau. Und das andere ist eben auch,
Ja, so eine weitere Schwierigkeit, sage ich mal, war eben auch, dass ich das fast alles allein gemacht habe. Das heißt, ich selber an mir rumgedoktert habe, mich mit mir auseinandergesetzt habe. Und das ist halt oft super verwirrend und auch schwierig, wenn wir immer nur selber in unserem eigenen Zeug rumstochern, weil wir uns selbst natürlich nie so gut und objektiv sehen und wahrnehmen können, wie wenn wir das mit anderen gemeinsam tun, wenn wir mit anderen Menschen arbeiten, die bei uns vielleicht blinde Flecken sehen können oder die Dinge erkennen, die wir selbst nicht sehen können, ja, weil das ist einfach ganz normal. Wir brauchen ganz oft den Spiegel, dass wir uns in anderen auch erkennen können, um uns mehr kennenzulernen. Und das ist auch etwas, was ich erst später auf meiner Reise dann lernen durfte, wie wichtig das eben ist, das nicht immer alleine zu machen, sondern dass es sehr hilfreich ist, mit anderen Menschen zu arbeiten, um sich wirklich besser selber kennenzulernen, seine ja, einzigartigen Gaben auch zu entdecken. Denn auch da ist es super spannend, weil oft ist es so, dass unsere größten Gaben Dinge sind, die wir gar nicht als solche wahrnehmen, weil die für uns so normal sind und wir uns nicht vorstellen können, dass das eine Superpower ist, die andere nicht haben. Weil das für uns so normal ist und uns hilft es unglaublich, da mit anderen Menschen zu arbeiten, darauf hingewiesen zu werden und das zu erkennen, ja. So, und in dieser Folge möchte ich dir jetzt aus meiner Sicht noch drei Tipps mitgeben, wie du jetzt für dich auch wirklich herausfinden kannst, was dich einzigartig macht und wofür du hier bist. Nummer eins ist tatsächlich, dass du unbedingt mehr mit anderen Menschen über dich sprechen solltest. Und zwar gibt es da wirklich verschiedene Möglichkeiten. Also ein super Tool und eine ganz tolle Übung, die ich dir wirklich immer und immer wieder empfehlen möchte, weil du sie auch in größeren Abständen immer wieder machen kannst oder auch mit anderen Menschen immer wieder machen kannst, ist wirklich andere Menschen zu befragen, Menschen, die dich kennen, ja, also es sollten jetzt keine flüchtigen Bekannten sein oder Fremde. Sondern sie sollten dich schon ein bisschen kennen, sie wirklich zu befragen, dass sie dir sagen, was sie zum Beispiel an dir schätzen, wo sie sagen würden, darin bist du absoluter Experte, absolute Expertin, mit welchen Themen du die erste Person wärst, die sie anrufen oder was sie an dir bewundern, ja, also da kannst du für dich auch einfach mal reinfühlen, was sind so Fragen oder Dinge, wo du dich auch mit wohlfühlst, wo du dann einfach die Menschen mal danach fragst und es einfach mal mit 5, 6, 7 Menschen machst und du wirst unglaubliches Feedback bekommen, vermutlich mit Dingen, wo du sagst so, aha, das ist ja interessant so. Vor allem, wenn es dann auch noch mehrere Menschen das Gleiche oder das sehr Ähnliche sagen, wo du denkst, das ist was Besonderes? Okay, also so war das jedenfalls bei mir. Das ist eine super Übung. Und das Spannende ist, viele Menschen sind das natürlich auch nicht gewöhnt und sind vielleicht auch erstmal überrascht, so, okay. Aber dann finden das viele spannend und sind dann ganz oft auch so, okay, können wir das jetzt auch noch mal mit mir machen? So, ja, also das heißt auch, wir sind dann auch noch Einladung für die andere Person auch mehr über sich zu erfahren, wenn sie denn offen dafür ist, ja. Und dieses Sprich mit anderen als Punkt Nummer eins ist für mich auch noch insofern interessant, als dass es schon auch total helfen kann, wenn du einfach mit anderen Menschen auch darüber sprichst, dich austauscht und mal fragst, so sag mal, was siehst du bei dir eigentlich so als deine Stärken? Was würdest du sagen, macht dich einzigartig? Oder hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich deine Lebensaufgabe ist, wofür du hier bist? So, ja, also mit Menschen, die du kennst, die da vielleicht auch offen für sind, sich einfach mal auszutauschen, was da auch andere schon so für Erkenntnisse hatten, einfach um auch mal so ein Gefühl zu bekommen,
Ja, wie ist das auch bei anderen und was gibt es da so? Und davon abgesehen finde ich das auch mega spannend, sich mit Menschen darüber zu unterhalten. Auch in meinen Podcast-Interviews frage ich ja auch ganz oft meine Interviewpartner nach solchen Dingen, weil ich das so interessant finde. Ja, also Punkt Nummer eins, sprich mit anderen. Punkt Nummer zwei sind für mich verschiedene Tools. Und Tools gibt es natürlich wie Sand am Meer, wie du mehr über dich, deine Persönlichkeit, deine Gaben, deine Fähigkeiten herausfinden kannst, auch deine Lebensaufgabe, deine Seelenaufgabe. Ja, da gibt es ganz viel. Und ich habe natürlich auch schon mit verschiedensten Tools gearbeitet und auch im Podcast ja schon immer wieder darüber erzählt. Und meine Favoriten sind dabei wirklich die Astrologie, das Human Design und seit kurzem auch die Gene Keys, weil das für mich alles Tools sind, die mir so krass geholfen haben, mich besser kennenzulernen, mich besser zu erforschen, zu verstehen auch, mir für Dinge auch eine Erlaubnis zu geben oder auch zu wissen, so, wo ich früher vielleicht immer dachte, das wäre ein Schatten oder etwas, was ich an mir nicht mag, zu lernen, es ist ein Teil von mir und es ist okay, dass ich so bin und es ist nichts falsch daran. Es hat mir unglaublich geholfen, mit diesen Tools zu arbeiten und auch ja mehr in meine Energie zu kommen, in meine Freude. Also da könnte ich jetzt allein ganz viele Folgen zu machen und es gibt auch dazu schon Folgen bei mir im Podcast zum Thema Human Design. Gibt es auch ein ganz tolles Interview mit der Lisa Meesters von Human Design Mentoring. Das findest du bei mir im Podcast. Und demnächst wird es auch ein ganz tolles Interview zum Thema Gene Keys geben und auch Astrologie ist noch geplant, wo ich mir richtige Experten auch noch mal einlade. Also da darfst du dich auch schon drauf freuen. Und der dritte Punkt oder Tipp Nummer drei, den ich dir mitgeben möchte, ist: Geh einfach los. Fang einfach an und probier dich aus. Sammle Erfahrung. Sieh dein Leben wie ein Abenteuerspielplatz, wie ein Experiment, wie eine Reise und erlaub dir einfach ganz viele Erfahrungen zu sammeln und dich ständig weiterzuentwickeln, weil das ist meiner Meinung nach eigentlich der allerwichtigste Tipp überhaupt. Denn nur wenn wir uns trauen, rauszugehen, das Leben zu leben und erleben, Dinge auszuprobieren, neue Dinge kennenzulernen, uns zu erforschen und auch mal mit Sachen auf die Schnauze zu fallen, ja, oder Dinge zu machen, Erlebnisse zu haben, wo du dir hinterher denkst, ja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Doch, weil das alles hilft dir unglaublich, dich besser und besser kennenzulernen und zu erforschen. Und auch, weißt du, für mich ist es immer so, dass ich dann ganz oft nach Erfahrungen und Erlebnissen oder wenn mir Dinge passieren, denke so, ja, nein, ja, nein. Also, ja, das war cool, nein, das war nicht cool. Ja, sowas will ich wieder, nein, das will ich nicht mehr. Ja, also es ist so wie so ein Aussortieren, wie so ein, wie sagt man denn, Prinzip, Ausschlussprinzip, sagt man das? Ich glaube. Durch diese Erfahrung immer mehr rauszufinden, das mag ich, das mag ich nicht, oh, das mag ich sehr, das mag ich gar nicht, ja. Um wirklich alles einfach mal zu erleben, ganz viele Erfahrungen zu machen und dann fein zu justieren. Es ist auch immer, wenn ich mit Menschen arbeite und so diese Frage kommt ja, aber was willst du denn? Was wünschst du dir? Was ist denn das, was du gerade wirklich am meisten willst? Und viele Menschen können diese Frage gar nicht so beantworten, weil ihnen das so schwer fällt. Und dann frage ich immer, okay, was willst du denn nicht? Was willst du denn auf gar keinen Fall? Und das ist für viele dann einfacher, weil sie da eben schon Erfahrungen vielleicht gemacht haben, wo sie gemerkt haben, so, nee, das will ich nicht. Und auch das ist ja super hilfreich, weil auch wenn du vielleicht noch nicht dein Ziel kennst oder deinen Wunsch oder dieses so, das genau will ich, weißt du aber schon mal, was du nicht willst. Und das ist schon mal besser als gar nichts zu wissen.
Und so ist es eben auch, um mehr deine Essenz zu erforschen und wofür du hier bist. Ja, wenn du dich wirklich ins Leben schmeißt und ganz viele verschiedene Erfahrungen sammelst. So, und dann gibt es jetzt eigentlich noch einen Tipp Nummer 4, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, und das habe ich ja auch schon kurz angedeutet, lass dich begleiten auf deiner Reise zu dir selbst und gehe diesen Weg nicht alleine. Und dafür habe ich etwas ganz Besonderes entwickelt in den letzten Tagen, in den letzten 1, 2, 3 Wochen. Vielleicht hast du es auf Instagram schon so ein bisschen mitbekommen, da habe ich schon immer so ein bisschen kleine Hints gemacht und angedeutet. Aber genau dafür habe ich Masterpiece entwickelt. Masterpiece ist mein neues Programm und mit Masterpiece entdeckst du, wer du wirklich bist und wofür du hier bist. Das heißt, du erkennst dadurch, warum du ein absolutes Meisterwerk bist und ein Meisterwerk, was der Welt nicht vorenthalten werden darf. Ja, es ist eine ganz, ganz tiefe Reise zu deiner Essenz, wo wir gemeinsam deine Lebensaufgabe, deinen Seelenweg erforschen und wo du lernst zu verstehen, warum genau du auf der Erde gebraucht wirst. Und für mich ist Masterpiece wirklich so ein Befreiungsschlag, weil umso mehr ich verstanden habe, was mich ausmacht, was meine Gaben sind, wofür ich hier bin, das war für mich ein Befreiungsschlag und es hat mich so sehr befreit und mir so sehr dabei geholfen, wirklich meinen Weg zu gehen. Und deswegen weiß ich, wird Masterpiece genau das auch für dich sein, weil du dadurch erkennst, wirklich, wer du bist hinter all diesen Masken, diesen Rollen, diesen Erwartungen und du dich davon quasi wirklich befreien kannst, um zu erkennen, was dann wirklich da deine Essenz ist. Das heißt, durch Masterpiece wird sich vor dir ganz klar dein Weg offenbaren und du lernst auch, was ja deine Bedürfnisse sind oder was für dich wichtig ist, um wirklich glücklich und erfüllt zu leben. Und Masterpiece sieht so aus, dass es 2 ganz, ganz tiefe 1:1 Sessions mit mir sind, wo wir dann gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, was dich zum Meisterwerk macht. Es ist, wie gesagt, eine ganz intensive Reise, die dir Freiheit schenkt, Selbsterkenntnis, Tiefe, ja, und auch so dieses Gefühl von Ankommen irgendwie. Weißt du, und ich habe es ja am Anfang, glaube ich, auch kurz gesagt, ich hätte mir das damals so sehr gewünscht, so individuell und 1:1 eben genau das herauszufinden mit jemandem, anstatt 1 Million Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, Workshops, Kurse, wo ich mich so oft verloren habe und am Ende irgendwie auch hilflos und überfordert. Ja, ich war oft so verwirrt und hatte dann auch teilweise das Gefühl, okay, irgendwie entferne ich mich jetzt gefühlt eigentlich noch viel mehr von mir, als dass ich jetzt herausfinde, wer ich bin und wofür ich hier bin. Also es hat das teilweise manchmal sogar schlimmer gemacht. Und ich habe mich jetzt über so viele Jahre intensiv mit dem Herausfinden meiner Fähigkeiten und Gaben beschäftigt und auch meiner Lebensaufgabe und weiß heute, das geht auch alles einfacher. Und tatsächlich auch in meinem Seelenplan, in meiner Lebensaufgabe, in meinen Gaben liegt eben genau das, dass ich dafür auch geschaffen bin, das zu erforschen und gemeinsam eben auch mit anderen Menschen zu teilen und sie darin zu begleiten. Und deswegen habe ich eben aus all meinen Tools und Erfahrungen Masterpiece entwickelt und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mit mir auf diese Reise gehst. Ich verlinke dir alles dazu in der Beschreibung und ja, du darfst für dich entscheiden, ob du ganz allein diesen Weg gehst
oder ob du die Abkürzung willst und direkt tief, tief tauchen möchtest. Und ich würde mich unglaublich freuen, dich da zu begleiten und dein Meisterwerk zu enthüllen. Wie immer würde ich mich unglaublich freuen, wenn wir uns in den Kommentaren austauschen, wenn du mir schreibst, ob du weißt, wofür du hier bist, was dich besonders macht, was dich einzigartig macht oder ob du vielleicht auch gerade selbst noch genau auf dieser Reise bist, das herauszufinden. Ja, schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich auch mega, wenn wir uns auf Instagram verbinden oder, ja, also du darfst natürlich jeden Kanal wählen, aber Instagram ist für mich eben ja so ein Kanal, wo ich viel mehr mit dir auch in Interaktion sein kann und ich nicht so diese Einbahnstraße habe. Oder aber du kannst dich auch super gerne für meinen Rebel Letter anmelden. Da findest du auch den Link in der Beschreibung zu. Das ist ja sozusagen mein Newsletter, wobei ich Newsletter irgendwie ganz unsexy finde und es auch nicht so ein klassischer Newsletter ist, davon abgesehen, dass ich den auch eher unregelmäßig verschicke. Aber wenn, dann ist der immer vollgepackt mit wirklich ganz, ganz viel Mehrwert und Erkenntnissen für dich, auch mit exklusiven Inhalten, die ich sonst nirgendwo teile und auch Special-Angeboten, die es auch sonst nirgendwo gibt. Das heißt, es lohnt sich auch da unbedingt dabei zu sein, um in Verbindung zu sein. Da würde ich mich ebenfalls total freuen. Also lass mir wie immer deine Gedanken zur Folge da und schreib einfach unter das Video und ja, kommentier da, was du für dich mitgenommen hast. Und ja, es würde mir unglaublich bedeuten, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du dem Video ein Like gibst, wenn es dir gefallen hat und du mich damit unterstützt, weil ich ja hier jede Woche so viel geilen, kostenlosen Content mache und es würde mir einfach unglaublich helfen. Und genau, in diesem Sinne sage ich danke, 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 dass du da bist und freue mich auf die Verbindung mit dir, wünsche dir heute noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bitte sei dir sicher, du bist zu 1000% etwas ganz Besonderes, absolut einzigartig und lass es uns herausfinden, warum, wieso, weshalb und ich freue mich, wenn wir den Weg zusammen gehen und ja, hab einen tollen Tag, fühl dich geherzt und alles Liebe zu dir. Bis bald! Ciao!